Auch heute sitze ich hier für euch und sehe, was da kreucht und fleucht. In den dunklen Schächten, nah und fern, hocken diese Aliens gern. Ich begebe mich für euch in Gefahr. Ich hoffe, das ist euch klar. Doch heute ist nicht alle Tage. Tobi kommt wieder, keine Frage. Meistens so montags bis freitags um 17 Uhr, denn da lade ich immer Videos hoch. Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation im Albtraummodus. Wir sind wieder auf der Krankenstation unterwegs und das Alien ist immer noch penetrant wie eh und je. Und wir müssen ja immer noch die Medikamente für die gute Taylor besorgen. Und da das Alien ja gerade im Lüftungsschacht ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir stolzieren jetzt einfach mal fix los. Und nutzen die Situation einfach mal geschickt aus. Ganz still und leise. So, hier wieder eine wunderschöne Leiche auf der linken Seite zu sehen. Bleib schön im Lüftungsschacht, du Dreckigen. Bleib schön im Lüftungsschacht. Anspannung pur gerade. Oh! Ich hab doch gerade erst angefangen, Mann! Schön im Lüftungsschacht bleiben, schön im Lüftungsschacht bleiben, schön im Lüftungsschacht bleiben. Und da ist ein Speicherpunkt. Oh, durchatmen! Durchatmen! So. Ja, die Krankenversicherung. Ich glaube, hiernach brauche ich auch erstmal eine Krankenversicherung, du, ganz ehrlich. So, was ist das denn? Zugangscode benötigt. Was ist das denn hier? Eine Schlüsselkarte. Okay. Hier ist noch ein Computer. Und hier ist Molotow-Cocktail, ein Bauplan. Okay. Das könnte praktisch sein, aber ich gehe erstmal hier ganz kurz rein. Vielleicht steht hier der Code drin. Schauen wir doch mal. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Ich wollte nur mal kurz sicherheitshalber nachgucken. Und hier ist wieder ein Audiolog. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Über was für interessante Funde reden die denn da? Reden die jetzt über den Flugschreiber oder St. Cristobal? Nein, ich will... Nein, oh Mann, ich geh mal raus aus dem Computer. Jetzt bleibt da drinnen, Mann. So. Hier muss doch irgendwo der Code stehen. Hier, 2502. Okay, gucken wir mal, ob der geht. Also es wäre echt schon merkwürdig, wenn der jetzt nicht gehen würde. 2502. Yeah. Und wir bekommen eine Schlüsselkarte. Black Panther. Samuels, bin schon unterwegs. Ja. Ja, ich möchte lieber von einem Menschen versorgt werden. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich hier durch bin, dann brauche ich erstmal auch ärztliche Versorgung. Oh, bäh. Das ist aber nicht das Alien, oder? Okay, warte mal. Wir sollen da sicherlich gleich durch die Tür durchgehen. Ich schaue hier erstmal ganz kurz. Guck mal, hier ist nämlich nichts. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Hier wieder ein wunderschöner Ventilator. Ja, ja, ja. Schlüsselkarte benutzen. Ich will jetzt denn... Scheiße. Oh, dieses Mistvieh, Alter, dieses Mistvieh. Ich wollte gerade voll den Witz raushauen und dann kommt der um die Ecke wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Bleib doch in deinem blöden Lüftungsschacht, du dreckiges Mistvieh, Alter. Dich will hier niemand. Bleib im Lüftungsschacht.
Echt, diese alte Kackflöte, ne? Diese alte Kackflöte. Ja, kann ich auch. Das ist nicht sonderlich bedrohlich. Kannst du auch was anderes? Vielleicht wie ein Löwe brüllen? Weiß ich nicht. Würde ein bisschen Abwechslung reinbringen. Jetzt geht er hier lang. Och Mann, Kollege. Das ist echt... Jetzt kommt er wieder zurück. Das Schlimme ist ja einfach, das Vieh ist ja auch so programmiert... Ja, wissen wir doch. Das Miese ist ja einfach, das Vieh ist ja auch so programmiert, dass es immer so ungefähr bei dir bleibt. Aber nie direkt zu dir hingeht. Oh Mann, warum läuft der jetzt hier schon wieder rum? Der war eben so brav im Lüftungsschacht. Hallo? Okay, er ist im Lüftungsschacht. Aber wenn er da reinhüpft, sollte man lieber erstmal ganz kurz warten. Weil manchmal hüpft er einfach nur rein und kommt dann direkt wieder raus. Was ist denn jetzt los? Liebe Musik? Du machst mir grad... Hat er da gerade Menschen umgebracht? Ich hab grad geschrei von... Alter, Leute, ich glaube, der hat gerade Menschen umgebracht. Ich glaube, den Punkt, den wir vorhin hier gerade eben gesehen haben, das war nicht das Vieh gewesen, das waren Menschen gewesen, die hier rumliefen. Und er hat gerade einen von denen wieder umgebracht. Also, natürlich eigentlich auch gut für uns. Ich meine, es gibt erst einmal Loot und zweitens kommen die uns nicht in die Quere. Da ist er wieder, der alte Pimmelkopf. Herr Pimmelmann, lass mich an deinen Lümmel ran. Wenn er überhaupt einen Lümmel hat, weiß ich nicht. Vielleicht macht das ja auch immer mit dem Kopf. Der alte Dildo-Kopf, ne? Der lässt uns auch nicht in Ruhe. Ja, jetzt läuft er da wieder lang. Kollege, kannst dich mal entscheiden. Ja, ich bin nicht Raucher, keine Angst. Ich glaube ja, dass er einfach nur seine Schlüssel sucht, kann das sein? Ich glaube, der sucht einfach nur seine Schlüssel hier. So darf ich jetzt endlich mal. Sag mal, ich soll, jetzt reicht's aber auch langsam. Ja, danke sehr. Und da ist der Nächste dran, Alter. Da ist wieder der Nächste dran, Mann. Nee, geh in die Dock. Gehockt, Alter. Steh doch hier nicht auf, Mann. Ich komme hier gerade echt nicht voran, weil er die ganze Zeit... Ich weiß nicht, was er da die ganze Zeit macht. Ist er da jetzt noch? Jetzt ist er da hinten irgendwo unterwegs. Alter, ich will jetzt hier auch langsam mal... Konnte ich hier gerade irgendwas... Ich konnte hier, glaube ich, irgendwas gerade... Ach so, das war... Ach so, okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, hier konnte man irgendwas looten. Oh. Ich muss mir mal eine Uhr kaufen. Junge! Bist du bald mal fertig? Ich glaube, deine Schlüssel habe ich irgendwo da hinten gesehen. Jetzt läuft er da schon wieder rein. San Cristobal Krankenstation empfiehlt Sixen Krankenversicherung. Fürsorge fernab der. Und weg ist er. Und jetzt kommt er da gleich bestimmt wieder raus aus der linken Seite. Das sag ich doch! Jetzt kommt er links wieder raus! Der läuft hier mal, der hüpft da einmal raus, läuft hier einmal hin und her seine Runde und hüpft hier rein und kommt da hinten wieder aus dem Lüftungsschacht raus. Das ist so ein ewiger Kreislauf gerade. Jetzt ist er im Lüftungsschacht.
Es soll jetzt ja nicht abwertend klingen, aber seit Outlast 1 traue ich Rollstuhlfahrern nicht mehr. Boah, also, jetzt reicht's auch langsam mal, ne? Irgendwann ist auch mal gut, ne? Ja, rums, rums, rumpf, Alter. Moin, guten Tag, ja, Herr Pimmelkopf. Ich gehe jetzt einfach mal. Nein, 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 machen Sie sich keine Mühe. Hier war niemand. Hier ist alles im Eimer, Samir. Das ist also deine größte Sorge, dass hier alles im Eimer ist. Oh, ich habe mich gerade irgendwie voll erschrocken. Ich dachte, da steht jemand, aber das war einfach nur... Ja, da liegt einfach nur eine Leiche. Lea, wo muss ich denn hin? Hier soll ich also lang? Guten Tag. Na? Oh, dieses Mistvieh. Mistvieh! Du bist scheiße! In dieser Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie schon von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. Schnauze! Ich will hier von niemandem mehr versorgt werden, Alter. Ich will hier einfach nur noch weg. Eine Kiste. Wie schön. So, ist leider wieder nichts drin, ne? Das freut mich ungemein. Was ist hier? Das sind die Medikamente. Mal ohne Scheiß, Leute. In Lingards Videolog wurde ja schon gesagt, sie wusste nicht, was diese eine Person hatte und bla bla bla. Ist das die Frau, die infiziert wurde? Also, wer natürlich die Alien-Filme kennt, weiß ja, wo die Viecher dann immer herkommen. Ist das denn, weil das sieht mir gerade echt so aus, als ob das Vieh da rausgehüpft wäre. Das ist, glaube ich, die Infizierte, wo das Vieh herkam. Alter! Das ist der Ursprung. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ripley, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ja, ach, Schüsse habe ich auch gehört, Witzbold. Ich würde ganz gerne nochmal kurz einen Screenshot machen. Vieh ist noch im Lüftungsschacht. Also nur ein paar Thumbnails hier, ne? Ich hoffe, das ist okay. So, hätten wir dann auch gemacht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Weiter hier lang. Und er ist noch im Lüftungsschacht. Und Sam jetzt sagte gerade, er hat Schüsse gehört. Die haben wir aber auch gehört. Ich glaube, das waren wohl eher die gewesen, die, wie hier gerade eben gehört haben. Kann ich hier vielleicht... Audiolog? Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Hochinteressant. Allerdings würde ich jetzt auch ganz gerne mal schnell weitergehen. Ist das Vieh noch im Lüftungsschacht? Mit. Was faucht denn da? Ich glaube, das... Okay. Ist noch im Lüftungsschacht. Ich glaube, das Alien hat hier auch alle... Hier waren ja, glaube ich, eben noch Menschen unterwegs gewesen. Ich glaube, das hat inzwischen auch schon alle hier umgelegt. Also ist natürlich eigentlich gut für uns. Also wir können das Alien nutzen. Was ist denn das? Wo kam denn die...
Kam die Dose hier gerade aus dem Automaten rausgeschossen? Ich frag einfach nicht. Müssen wir hier rein? Hier müssen wir... Wir müssen hier hin. Hier ist ein Schachtzugang. Wo geht's denn hier hin? Was sollen wir denn hier? Ich bin ja relativ froh, dass er jetzt noch die ganze Zeit... Dass er jetzt noch im Lüftungsschacht unterwegs ist. Das ist recht gut für uns. So, hast du Loot für mich, mein kleiner Freund? Nein. Entschuldigung, wenn ich jedes Mal in die Terminals gehe, aber ich kann einfach nicht anders. Ich fühle mich gerade auch, glaube ich, viel zu sicher. Hier, yeah. Könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen? Och, noch ein Audiolog. Molly, Lingard hier. Die Marshals wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Ja, da hören wir es gerade nochmal. Der gute Kuhlmann hat sich also wirklich medizinisch selbst ein bisschen versorgt. Und was wir auch gehört haben, die Patientin hat was eingeschleppt. Also war das wohl, was wir eben... Schnauze! Der Stuhl, Alter. Hat er das gehört? Hat er das gehört, ernsthaft? Ich will nicht. Der hat doch eben wieder irgendwelche... Er geht durch die Tür, okay. Was auch gesagt wurde, dass... Jetzt halt doch mal, ich glaube, Stuhl. Dass die Patientin... etwas eingeschleppt hat und sie wollen es einfangen. Also hatte ich wohl recht gehabt, dass sie wohl, also die Patientin, die wir eben gesehen haben, oh, ein Sensor, dass die wohl die Infizierte war. Oh, scheiße, jetzt läuft das Vieh hier wieder rum. Ich glaube, es hat gerade noch einen von den Menschen geholt. San Cristobal Krankenstation empfiehlt Fixo Krankenversicherung. Fürsorge fernab der Heimat. Tisch. Guck mal, da hinten ist er. Komm, geh zurück in den Lüftungsschacht. Das ist schön warm und kuschelig. Und staubig. Oh, Mist, 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 Mist. Ich denke mal, dass die NPCs da eben wahrscheinlich wieder irgendwie Krach gemacht haben und er deshalb rausgekommen ist. Aber da müssen wir sowieso lang, von daher ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns. Okay, er ist im Lüftungsschacht. Ob er da auch bleibt, ist natürlich eine andere Frage. Hier liegt noch... Ach nee, das ist die Tastatur. Ich dachte, da liegt irgendwas. Kann weitergehen. Immer Schritt für Schritt. Ganz langsam. Sag ich doch hier... Alter, Alter. Der hat die echt zugerichtet. Oh, nee. Oh, nee. Ich glaube, er kommt. Schrott. Könnt am Tisch, geht am Tisch. Ja, hier sitze ich ja richtig toll. Wenn er jetzt von da kommt, sieht er mich. Alter. Ich wollte mich nochmal übrigens entschuldigen. Ich hatte ja mal eine Zeit lang so einen Death-Counter eingebaut. Auf oben links hatte ich das ja, glaube ich. Und ich habe da teilweise, glaube ich, eine falsche Zahl angegeben in einer Folge. Ich habe das jetzt erstmal komplett gelassen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Habe ich, glaube ich, irgendwie 3 Tode angegeben, obwohl ich gar nicht so weit war. Obwohl ihr trotzdem gerne auch mitzählen könnt, wie oft ich schon gestorben bin. Oh, dieses Mist, wie müssen wir überhaupt hin? Da hinten zur Tür, glaube ich, ne? Wenn die überhaupt offen ist. Das ist natürlich die Sache. Nein!
Ich hab nicht gespeichert! Ich hab nicht gespeichert! Lüftungsschacht! Okay. Kurz lauschen. Kurz lauschen. Oh Mann. Oh nee, der läuft hier schon wieder rum. Ich höre das irgendwie nie. Das hat man früher immer gehört, als ich das immer gespielt hatte, wenn der in den Lüftungsschacht rein oder raus ist. Jetzt ist er im Lüftungsschacht. Der kann aber auch jeden Moment wieder raushüpfen. Die Tür ist zu, die Tür ist zu. Siehst du das nicht? Der Empfang ist Sperrgebiet. Ach! Ich kann nicht näher rangehen. Ach! Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Evakuierungsverfahren. Oh, stimmt. Einfach ein Evakuierungsverfahren einleiten und dann können wir hier abhauen. Dann geht ja alles auf. Und wir sollten mal wieder speichern, wenn ich jetzt... Es fällt mir jetzt erst gerade ein, wenn ich... Ja, wenn wir jetzt verkacken, dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich sollte schleunigst mal einen Speicherpunkt suchen. Und zwar... Ich muss lauschen. Oh nein, er ist wieder zu Fuß, ne? Scheiße. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Doch, doch, da war er gerade. Lüftungsschacht. Oh, wenn er hier... Oh. Ich geh mal. Komm jetzt bitte nicht in meine Arme gehüpft. Möchte ich nicht. Will ich auch nicht. Muss nicht sein, sowas. Muss nicht sein. Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Oh Mann, dann sind wir hin und wieder zurück. Ey, was soll das denn? Hier ist ein Speicherpunkt. Hier ist ein Speicherpunkt. Hier ist ein Speicherpunkt. Hier ist ein fucking Speicherpunkt. Boah. Alter. Alter, ich lebe hier richtig auf Risiko, Alter. No risk, no fun. Hier können wir irgendwas machen. Also, Evakuierungsverfahren sollen wir einleiten. Das ist eine wundervolle Idee. Oh, sieht wieder so geil aus, ne? Wie die Trümmer hier wieder so lang fliegen. Aber nur vor diesem Fenster. Nur hier. Woanders nicht. Gut, ich würde sagen, dann machen wir das Ganze auch mal. Genau, guck mal, hier müssen wir das nämlich... Eine gesperrte... Gesperrter Schachtzugang. Dann machen wir das Ganze jetzt mal hier. Einmal benutzen. Hoffentlich hört das Vieh das nicht. Aber wir haben ja gespeichert. Von daher ist alles gut. So. Genau, einmal den Knopf drücken. Das ist viel zu laut. Dass das Vieh jetzt nicht kommt, das wundert mich ja. Das wundert mich echt. Ich lehne mich schon wieder so ums Mikro herum. Weiß ich auch nicht, warum ich das immer mache. So, und den hier nochmal. Und dann speichern wir nochmal ganz fix. So. Schauen wir mal. Oh nö. Der ist aber lieb, ne? Der ist lieb? Ist der lieb? Oh, der ist lieb. Oh gut. Okay, das ist gut. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, Sie könnten mich hier rausholen. Das wäre super. Sag mal. Oh, Pimmel.
Jetzt sabbert der hier schon wieder den Boden voll. Ich glaub das echt nicht. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Wieso, ist doch alles noch relativ safe? Jetzt läuft er wieder im Schacht rum. Mag ich nicht. Finde ich nicht gut. Okay. Pass auf. Wir speichern nochmal eben kurz. Gut, Freunde, und dann würde ich an dieser Stelle auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer könnt ihr das Video natürlich auch bewerten mit Like und Dislike. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss, euer Tobi. Habt ihr gehört? Auf jeden Fall. Tschüss.